Ich möchte zunächst präsentieren, wer meine Einrichtung eigentlich ist, was das Forum Neue Medien Austria eigentlich ist, was wir da, in welchen Projekten wir da aktiv sind, auch einen kurzen Einblick geben zum Thema OER in Österreich, wobei das ja auch schon von meiner Kollegin Claudia Hackl beim Coffee Talk übernommen wurde zu einem Teil oder zu einem Großteil. Ich möchte eine kurze Wiederholung quasi oder Einblick geben für die anderen, die nicht dabei waren. Und dann vor allem unsere Maßnahmen, Aktivitäten rund um die Erstellung von OER-Zertifikaten, und zwar für Lehrende und auch für Hochschulen vorzustellen. Also wir entwickeln zum einen Zertifizierungsmodell für die Kompetenzen von Lehrenden an Hochschulen oder Mitarbeiterinnen an Hochschulen, wie auch für die Hochschulen selber. Das Forum Neue Medien Austria ist, glaube ich, in Österreich für alle, die im E-Learning-Sektor an Hochschulen arbeiten, absolut vertraut. Das ist das Netzwerk, wo sich die E-Learning-Akteure, Verantwortlichen, auch Forscherinnen treffen und austauschen und das auch durch praktisch eine fast Vollvertretung aller Universitäten und Hochschulen in Österreich auch bei dem Ministerium als Ansprechpartner gilt, wenn es um Fragen des E-Learning geht. Also das Präsidium, für die ich tätig bin, sind in der Regel auch Ansprechpartner für Arbeitskreise rund um Lehre, um E-Learning, auch jetzt um die Covid-19-Aktivitäten oder auch Urheberrecht am Ministerium. Und wir haben dadurch auch, glaube ich, eine sehr schöne Interessensvertretung. Und als Mitarbeiterin dort bin ich seit April in einem Projekt tätig, das sich auf OER konzentriert. Und dazu ganz allgemein unser Verständnis. Wir orientieren uns da, glaube ich, wie allgemein an der UNESCO, an dem UNESCO-Verständnis. Das ist, glaube ich, inzwischen so weit verbreitet und auch in diesem Kreis nicht mehr vorzustellen. Und wir haben mal versucht, auch in der ersten Phase unseres Projekts, den österreichischen Blick auf dieses Thema zu beschreiben und gemeinsam mit unterschiedlichen Beteiligten in einer Arbeitsgruppe zum Thema OER im Netzwerk FNMA haben wir diese Grafik erstellt. Und was man da, glaube ich, sehr deutlich sieht, ist, dass das OER eigentlich nicht unmittelbar im Zentrum steht, aber viele Anforderungen entstehen, in den letzten Jahren entstanden sind an digitale Lehre, an Open Education und auch durch Open Science und die EU-weiten Förderungen. In der Schweiz ist ja auch Open Science eigentlich das größere Thema aktuell und dadurch die Beschäftigung mit OER naheliegt und auch großes Interesse besteht. Und wer einen guten Überblick über die OER-Aktivitäten an österreichischen Hochschulen haben oder bekommen möchte, ist natürlich zum einen eingeladen, in unseren Arbeitskreis zu kommen. Zum anderen habe ich versucht, alles, was ich kenne oder was mir bekannt war, in die OER-Worldmap einzutragen. Wenn Kollegen aus Österreich da zuhören, ein Projekt nicht finden, bitte kurz Nachricht an mich. Ich bin quasi für das Auffüllen für die österreichischen Aktivitäten hier zuständig und würde sehr gerne Fehlendes ergänzen. Ich bin Teil, also Mitarbeiterin bei dem Projekt bei der Initiative Open Education Austria Advance. Das ist ein Folgeprojekt einer Ministeriumsinitiative, eines großen Projekts, wo OER-Aktivitäten an österreichischen Universitäten zunächst und in diesem aktuellen Durchgang auch an Hochschulen allgemein gefördert werden. Es geht vor allem darum, Infrastrukturen, so wie wir sie heute auch vielfältig vorgestellt bekommen, an ihrer Tagung in Luzern oder eben online. Also da geht es um Aufbau von Repositorien an Universitäten. Es geht auch um ein einheitliches OER-Referatorium. Es geht um Aufbaustrukturen von Weiterbildungen, Service für Lehrende oder auch um recht viel Information über OER bei den verschiedenen beteiligten Institutionen. Und in meiner Rolle mit meiner Person bin ich vor allem für das AP, das Aufbau einer OER-Zertifizierungsstelle, verantwortlich. Jetzt klingt das wahrscheinlich, oder ich denke, für einige recht überraschend. Das Thema OER-Zertifizierung ist jetzt aber in dieser Arbeitsgruppe noch gar nichts mehr so ganz brandneues. Da wurde schon 2017 ein erstes Paper, ein erstes White Paper veröffentlicht. Und die Idee dahinter ist, nicht wieder ein Zertifikat mehr zu machen, sondern tatsächlich es als Maßnahme zu betrachten, das Thema OER präsenter zu machen und auch quasi eine Qualitätssicherungsmaßnahme könnte man das auch versehen. Also wir möchten das Weiterbildungsangebot bei Hochschulen und auch bei Lehrenden darauf aufmerksam machen, möchten auf die Kompetenzentwicklung das Augenmerk legen lassen und allgemein quasi ein Pendant zu den sonstigen Aktivitäten und Förderungen und Projekten schaffen, dass quasi hier die OER-Entwicklung an Hochschulen auch systematisch erfolgt. Und was da 2017 eben schon veröffentlicht wurde, ist ein White Paper mit der Überlegung, was wären Kriterien, wo wir quasi erkennen und gleichzeitig auch absichern können, dass Hochschulen oder auch Lehrende OER-Kompetenzen haben oder
praktisch eine gute Basis haben für OER-Aktivitäten. Und bei den Personen wurde davon ausgegangen oder wurde festgelegt, es müsste eine schon intensive Weiterbildung haben. Das wissen wir alle, OER zu lernen. Wir fangen immer an mit dem Urheberrecht. Das Urheberrecht ist gar nicht so sehr vertraut. Wir brauchen schon 5, 6 Stunden, um das zu klären, was da alles problematisch ist, bis wir dann quasi die Leute freien Kopf haben und Lust auf OER haben als große Lösung. Und wir wissen aber auch, dass eine reine Teilnahme unzureichend wäre. Es wird davon ausgegangen, dass 3 OERs eine ganz gute Größe wären, um zu sagen, da gibt es jemand, der hat auch tatsächlich OER-Know-how. Das wurde zum einen festgelegt und wir haben es auch praktisch wieder versucht zu diskutieren, aber wir sind eigentlich recht zufrieden mit diesen Kriterien und auf ähnliche Weise sind auch alle Beteiligten weiterhin in der Arbeitsgruppe und darüber hinaus zufrieden mit diesen Kriterien hier für die OER-Zertifizierung für Hochschulen. Zum einen wurde beschrieben, dass es eine OER-Strategie geben sollte, im besten Fall eine OER-Policy oder auch ein Weiterbildungsangebot für die Lehrerinnen. Also es muss zum Thema OER-Weiterbildungen geben. Und also vielleicht muss ich noch ergänzen, für jedes dieser Kriterien quasi, da hat man schon die erste Stufe für das Zertifikat bekommen. Das wurde auch definiert. Und wenn man quasi dann 3 hat, was sicherlich eine mittelfristige oder langfristige Option ist, bekommt man dann quasi das volle Zertifikat. Ein eigenes OER-Repositorium wäre eine Voraussetzung oder eine Teilnahme, eine Verbundlösung und eben auch eine bestimmte Anzahl von Lehrenden oder Mitarbeiterinnen, die je nach Abhängigkeit der Studierendenzahl das Zertifikat haben, das ich eben schon beschrieben habe. Ja, was machen wir in dieser Entwicklung? Also wir haben jetzt praktisch 2020 im Frühjahr damit begonnen, uns systematisch damit beschäftigen zu können mit dieser Idee und haben natürlich auch diese Kriterien selbst, wie gesagt, nochmal hinterfragt, finden sie aber weiterhin sehr pragmatisch und auch außerordentlich transparent, dass alle Dinge, die wir erfordern, als Kriterium und beschreiben sind, jetzt ohne große Prüfungen auch sehr transparent und objektiv für andere nachvollziehbar. Also ob eine Uni, eine Hochschule eine OER-Policy hat oder nicht, ist, sofern sie denn veröffentlicht ist, relativ leicht nachvollziehbar. Also was haben wir gemacht? Wir haben jetzt in diesem ersten im halben Jahr haben wir mal geschaut, welche OER-Zertifizierung gibt es da. Wer da Interesse hat, darüber mehr zu lesen, wir haben dann eine Publikation eingereicht, ebenso auch über die Idee, welche Art von Kooperationen und Hochschulzertifikate es im deutschsprachigen Europa eigentlich gibt, von denen wir lernen können, wenn wir quasi hier ein weiteres Zertifikat einführen wollen, das ja auch möglichst gut zu anderen passen sollte, möglichst gut aufgenommen werden sollte, vielleicht integriert werden sollte, auch akzeptiert werden sollte. Wir haben verschiedene Stakeholder identifiziert. Das sind vor allem die Vertretungsgruppen der unterschiedlichen Hochschularten, pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten, haben die versucht, bereits einzubinden oder werden sie noch einbinden. Also es sind auch mit den Ministerien, mit verschiedenen Ansprechpartnern in den Ministerien. Es sind ja bei verschiedenen Hochschulformen auch verschiedene Personen und Abteilungen im Gespräch. Haben gerade eine Umfrage gestartet, wie denn die Titelträgerin heißen soll. Auch da gab es schon viele Diskussionen und wir werden dann hoffentlich auch bald einen Zertifikatstitel quasi präsentieren können. Nehmen uns aber auch Zeit. Also Sie sehen an diesem Plan, die Pilotierung ist für 2022 geplant. Wir haben hier erste Interessenten, also Lehrende sowieso, aber Hochschulen auch. Und wir planen für das letzte Jahr des Projektes tatsächlich in einen Betrieb zu gehen, der, sage ich mal, von meiner Seite ein Vollbetrieb ist. Aber Vollbetrieb wollte ich da jetzt nicht schreiben, weil wir natürlich nicht wissen, was es damit ausgelöst wird und wie aufwendig das Verfahren ist, das wir uns ausgedacht haben. Ich gehe davon aus, dass es sehr pragmatisch ist. Damit auch vielleicht die Botschaft, die Kriterien, die ich genannt habe, sind nicht ohne weiteres von den beteiligten Hochschulen zu erfüllen. Also diese OER-Policies und Repositorien sind ja tatsächlich jetzt gerade erst in Diskussion, im besten Falle und in Entwicklung. Also wir begleiten damit quasi auch diese aktive Unterstützung, dass wir sagen, unsere OER-Zertifizierung wird gefördert vom Ministerium, dieses Projekt wird gefördert, da gibt es ein Interesse und deshalb sollten auch begleitende Maßnahmen und Strukturen etabliert und gefördert werden, damit diese Zertifizierung auch bei den Hochschulen letztendlich funktioniert. Was bisher so entwickelt wurde, ist beispielsweise hier so ein Kompetenzprofil. Ich habe es hier ein bisschen unkenntlich gemacht, damit auch keiner auf die Idee kommt, damit weiterzuarbeiten. Es ist nämlich noch eine aktuelle Version, die wir noch im Detail diskutieren werden, auch mit unserer Arbeitsgruppe. Wir haben als Idee, wie funktioniert das so mit den Personen, wie kann man sich das vorstellen, möchte ich Ihnen hier präsentieren. Das ist schon auf der Plattform iMOOC, das ist die österreichische MOOC-Plattform, wo offen lizenzierte
Online-Kurse für alle veröffentlicht werden und von allen österreichischen Universitäten und Hochschulen auch genutzt wird. Dort gibt es bereits durch das Vorläuferprojekt einen Kurs zur OER, der sich an Hochschullehrende richtet. Und dieser wird wieder abgedatet im Rahmen dieses Projektes. Und dieser MOOC kann natürlich immer Bestandteil sein von einer Weiterbildung, weil bei 25 Stunden, also einem IC ist 25 Stunden, wäre es natürlich sehr aufwendig, hier einen ganzen ganze Weiterbildung zu machen. Also viele der beteiligten Universitäten oder Hochschulen, die schon mit dem Projekt in Verbundenheit sind oder OER-Schulungen machen, nutzen diesen vorhandenen MOOC und hoffentlich auch den zukünftigen, um damit die Weiterbildung zu gestalten. Also Präsenztermine, MOOC-Teilnahme, Präsenztermin, es wird gemeinsam OER erstellt. Die an der FNMA, es wird dann diese Zertifizierungsstelle etabliert werden. Wir werden dann quasi auch prüfen, diese Voraussetzungen prüfen, in Kooperation mit unserem Netzwerkpartner natürlich. Wenn mir eine Universität sagt, die Voraussetzungen waren entsprechend, werden wir das natürlich auch entsprechend berücksichtigen. Und die Vergabe und Zertifikat und die Nennung der Person wird dann quasi bei dieser Zertifizierungsstelle sein. Ein Blick auf die Hochschulen, auch ein bisschen Blick auf die Zeit. Wie schaut es bei den Hochschulen aus? Diese Kriterien sind, wie gesagt, sehr ambitioniert. Das Thema OER als Thema ist an österreichischen Hochschulen, glaube ich, relativ präsent. Wir haben da, glaube ich, eine ganz, ganz gute Zeit. Es ist, glaube ich, nicht so, dass jeder genau weiß, was es ist, vor allem in den oberen Hierarchiestufen. Aber es gibt ein sehr positives Commitment, nicht zuletzt beschleunigt, auch durch die Digitalisierung natürlich und auch durch das letzte Jahr der Pandemie. Wir haben zwei Universitäten, die bereits erste OER-Policies verabschiedet haben. Das ist wenig überraschend, sind das Projektpartneruniversitäten, aber wir hoffen, dass es auch relativ schnell bei anderen Universitäten der Fall sein könnte und auch anderen Hochschulen im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategien. Das sind oft andere quasi Rahmenbedingungen für so eine OER-Strategie. An mehreren Universitäten wird an OER-Repositorien gebaut. Ortrun Gröblinger wird auch später dazu einen Beitrag, hat gerade einen Beitrag in einem anderen Raum gehabt, Entschuldigung. Und in Bezug auf die OER-Zertifikate, wir haben noch keines in unserem Namen quasi herausgegeben. Wir wissen aber, dass es ungefähr schon 40 bis 60 Personen gibt, die in den letzten Jahren bereits Weiterbildung in diesem sehr großen Ausmaß, muss man betonen, abgelegt haben. Und wir hoffen dann, dass wir diesen Pool an Personen dann auch quasi im ersten Aufschlag, sobald wir dann alles Weitere geregelt haben, mit einem Zertifikat glücklich machen können. Auf den Folien sehen Sie jetzt beispielsweise hier die OER-Policies. Wir haben auch dazu veröffentlicht, wie man so eine OER-Policy intelligenterweise machen sollte, welche Werkzeuge es dafür gibt, um OER-Policies zu machen. Sie sehen auch hier einen kurzen Blick auf den OER-Hub, praktisch der Prototyp, der zugänglich ist, aber sicherlich noch nicht so fein ausschaut, wie er mal ausschauen wird, wo die Materialien aus den OER-Repositorien der beteiligten Universitäten dann zentral auch gesucht und gefunden werden können. Und vielleicht auch nochmal ein Sketch, wie schaut das aus, also was passiert da? Und natürlich, wenn wir über Hochschulen und deren Zertifizierung sprechen, werden wir mit einem Beirat natürlich arbeiten, der das Ganze auch, jetzt sage ich mal, objektiv begleitet und auch unabhängig ist von unserem quasi eigenen Netzwerk, weil hier sehr viele Überschneidungen von Personen und Projektpartnern und Präsidiumsmitgliedern ist, der das dann quasi auch hier quasi objektiv feststellen kann, dass diese Voraussetzungen, die allerdings auch sehr leicht objektiv feststellbar sind, erfüllt werden. Und warum ich mich freue, heute hier auch präsentieren zu können und ich mich freuen würde, wenn Sie in Kontakt treten würden, ist auch so eine OER-Zertifizierung ist ja das eine. Das andere ist ja auch, wir müssen daran arbeiten, gezielt dieses Zertifikat bekannt zu machen, für Verbreitung zu sorgen. Es gibt dafür verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Ich versuche gerade mit vorhandenen Kompetenz Bilanzen und Profilen zu arbeiten, Vergleichbarkeiten schaffen, Qualitätssicherungsaspekte zu berücksichtigen in Bezug auf Zeugnisgestaltung, ganz trivialer Art, auf die Möglichkeit auch, das OER-Zertifikat oder die Anforderungen in bestehende hochschuldidaktische Weiterbildungen zu integrieren, sofern es solche gibt. Und freue mich da auch über den Kontakt über die österreichischen Grenzen hinaus, weil ich hoffe, dass das, was wir da produzieren, auch für andere attraktiv und relativ einfach anknüpfbar sein sollte, weil nicht zuletzt ja alles unter offenen Lizenzen und Konzepten zur Verfügung steht. Bei den Folien finden Sie ja auch noch ein paar Literaturangaben. Ganz fleißig hat der Michael Kopp schon im Chat sehr, sehr viele Dinge hineingepostet. Ganz herzlichen Dank, Michael, dafür auch. Und ich freue mich jetzt auch auf Ihre Fragen.